Hallo und herzlich willkommen zurück zur F2 2020 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Unsere nächste Station führt uns nach Großbritannien auf den Silverstone Grand Prix Circuit. Und wie immer, wir werfen erstmal einen Blick aufs Wetter und da haben wir schönsten Sonnenschein hier in Großbritannien. Zumindest mal beim Blitzqualifying. Wie sieht es denn beim Hauptrennen aus? Ja, das sieht schon eher nach britischem Wetter aus. Bewölkt und Regen am Ende. Oje, oje. Ja, vielleicht ist es auch so ein ganz leichter Regen wie in Österreich. Da sind wir sogar auf Slicks gefahren. Denn da als Hinweis, in der Formel 2 gibt es keine Intermediate-Reifen. Es gibt entweder Slicks und da gibt es dann meistens zwei Härtegraden. Und dann gibt es halt die Full-Wets. Deswegen könnte schon sein, dass wir jetzt dann gleich im Hauptrennen, auch wenn es am Ende des Rennens regnet, trotzdem auf den Slick-Reifen bleiben werden. Aber ja, wir werden es früh genug heute noch erfahren. Wir gucken noch ganz kurz, wie es beim Sprintrennen aussieht. Ja, da haben wir Sonne bewölkt, also ganz angenehmes Wetter. Da bleibt es mindestens trocken. Ja, immerhin. Immerhin. Ja, wir gehen ganz kurz ins Setup. Und da bin ich tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison gar nicht so zufrieden. Gut, Aserbaidschan mal außen vor genommen. Aber ja, am liebsten wäre ich mit ein bisschen mehr Flügel gefahren tatsächlich, weil es einfach deutlich angenehmer ist zu fahren. Aber dann haben wir ein ähnliches Problem wie in Österreich, dass uns die Konkurrenz auf den Geraden einfach davonzieht. Und hier ist es, finde ich, noch viel extremer. Also normalerweise wäre ich gerne wie beim Spanien Grand Prix hier mit 6-5er Flügel gefahren. Habe mich jetzt aber für 5-4 entschieden und ich habe mal ein paar Testläufe gemacht. Ne? Ich gucke ja immer, wie stark die Konkurrenz halt auch so ist. Und ja, also die sind immer noch schneller auf den Geraden und in Kurven nicht viel langsamer. Deswegen, die sind schon hier sehr, sehr, sehr schnell in Großbritannien. Deswegen, ich muss schon ja, die Zähne zusammenbeißen, wenn ich hier wirklich Punkte mitnehmen möchte. Ansonsten ist jetzt keine große Änderung mit dabei. Mehr oder weniger eigentlich immer relativ ähnlich aufgebautes Setup. Da müsst ihr dann schon selbst irgendwo vergleichen, wo es Unterschiede gibt. Also ich glaube, hier habe ich mal experimentiert mit 1.9, 2.9, 2.10. Am Schluss bin ich jetzt auf 3.9, weil es einfach die sicherste Variante ist. Also für eine Runde wäre wahrscheinlich sogar 1.9 das Beste. Aber so für Renndistanz und mit voller Spritmenge und so weiter ist dann 3.9er Stabi dann doch das angenehmste. Und ja, that's it eigentlich dazu. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, verlieren wir da gar nicht so viel Zeit weiterhin. Wir gehen rein ins Blitzqualifying, eine schnelle Runde. Und die entscheidet über die Startposition jetzt gleich im Hauptrennen. Wünscht mir Glück. Bam! Bam! Fantastic. You've got pole. Geil! Ja, das ist doch mal ein Ausrufezeichen. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Schumacher, Drugovic und Petro Piquet. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Bäm, das ist mal ein Ausrufezeichen. Sogar 2 Zehntel, fast 3 Zehntel schneller als Drugovic auf Position 2.
Nice, das war jetzt aber auch wichtig, ey. Gerade nach dem Debakel in Aserbaidschan und leider auch in Österreich. Österreich, wer es gesehen hat, weiß, ich war da zwar schnell, aber ich habe es mir selber am Start und nach der ersten Kurve extrem versaut und das hat sich dann halt bis zum Sprintrennen durchgezogen. Und deswegen, ja, das ist jetzt wichtig. Jetzt darf ich nur den Start nicht verkacken. Ja, und der Katz oder kann es hier schon in sich haben in Silverstone. Und dann wieder daran anknüpfen, wo wir ja zu Beginn der Saison eigentlich aufgehört haben. Denn ich will jetzt eigentlich nicht schon wieder so eine Nullnummer. Deswegen, ja, jetzt will ich Kampfeswille zeigen. Und bevor ich das aber tue, gebe ich nochmal kurz ab an die Kommentatoren. Und dann sehen wir uns gleich in der Startaufstellung wieder. Hallo zusammen in Silverstone, wo die letzten Vorbereitungen für das Rennen an diesem Wochenende laufen. Die Fahrer nehmen gerade ihre Startposition ein und wir sind bereit für ein echtes Motorsportspektakel. Rund 8 Kilometer außerhalb von Towcester bietet dieses Denkmal der britischen Motorsportgeschichte 18 Kurven auf knapp 5,8 Kilometern. Silverstone hat seit der Eröffnung schon mehrere Veränderungen durchlebt. So führt die Startlinie jetzt in Abbey hinein, eine schnelle erste Rechtskurve. Natürlich gibt es auch noch die berühmteste Kurvenfolge, die mit Maggots in Kurve 10 beginnt. Und wieder einmal ist es Zeit für eines der beliebtesten Rennen des Formel-2-Kalenders. Willkommen im historischen Silverstone. Zu dieser Rennstrecke muss man nun wirklich nichts mehr sagen. Als Kommentator habe ich heute den GP2-Champion von 2012, Davide Valsecchi, an meiner Seite. Wir kennen die Strecke alle nur zu gut, Davide. Was fällt dir heute ins Auge? Es ist mir wie immer eine Freude, Alex. Wir haben heute alle Zutaten für ein besonders aufregendes Rennen. Alle freuen sich auf den Silverstone und mit so einer faszinierenden Startausstellung werden die Fans das heutige Rennen sicher mit Spannung erwarten. Die jungen Fahrer wollen sich auf diesem Niveau beweisen. Ich hoffe, dass wir heute erleben, wie auf der Strecke Geschichte geschrieben wird. Also gut, sehen wir uns die Startausstellung nach dem gestrigen Rennen an. Dank einer fantastischen Leistung gestern startet Mick Schumacher von der Pole Position. Und Felipe Drugovic ist auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Piquet, Alesi, Nikita Mazepin und Matsushita, Tiktum, Daruvela, Tsunoda, Callum Ilott, Sato, Schwarzman, Luca Giotto und Lundgaard, Aitken, Deletra, Nissany und Artem Makelov, Samaya und Guan Yu Zhou, Armstrong, und Sean Gelael komplettiert die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Jo, und wir schauen mal ganz kurz in die Rennleitung, denn genau, die Konkurrenz startet auf Softs. Das möchten wir denen natürlich gleich tun, damit wir auf dieselbe Strategie setzen. Deswegen ändern wir das mal ab. Wobei man natürlich jetzt darauf spekulieren könnte, dass diese Regenwölkchen ganz am Ende uns zu den Wet-Reifen zwingen, das glaube ich aber nicht, weil dann könnte man sagen, okay, wir ziehen jetzt die Harten so lange, bis es sich lohnt, auf die Wets zu gehen. Ich glaube, das werden ein paar Tröpfchen am Ende sein und wir bleiben trotzdem auf den Slicks. Deswegen, ja, wie gesagt, wir tun es der Konkurrenz gleich. Wir starten auf den Softs, wechseln dann auf die Harten und das machen wir in Runde... gute Frage. Ja, machen wir Runde 5. Das passt. Dann 10 Runden. Ja, das passt. So machen wir das. Wunderbar. Ja, und dieses Rennwochenende, das erübrigt sich natürlich jetzt an dieser Stelle, aber ich erwähne es jetzt nochmal explizit. Wir haben einmal die Soft- und einmal die Hardmischung, also Medium und Super Soft haben wir dieses Rennwochenende nicht dabei. So, wunderbar. Dann wird es Zeit, jetzt in die Einführungsrunde zu gehen und diesmal ja am Platz der Sonne, obwohl keine Sonne scheint. So, na hoffen wir, dass wir diesmal... Hoffen wir, dass wir diesmal einen besseren Start erwischen als in Österreich. Ja, wichtig wird halt echt sein, dass wir ja wirklich als Erster in Kurve 1 einbiegen, denn sobald man da parallel durch die erste Kurve durch muss, dann ja, meistens endet es im Unfall hier in Silverstone. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt wirklich so. Da ist irgendwie die KI immer auf Krawall aus. Selbst im Multiplayer endet sehr oft in einem Unfall, wenn man da zu zweit durch will. Ja, 15 Minuten wäre immer ein bisschen früher als gedacht, aber egal. Ist ja für alle Leute gleich hier. Schön auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist hier in dieser Formel-2-Karriere mit Mick.
Ja, vielleicht kurze Zusammenfassung, falls du zum ersten Mal reinschaust oder einfach auch nochmal zur Erinnerung. Also, die Saison begann eigentlich sehr erfolgreich. Wir haben auch ein gutes Punktepölzerchen, knapp 50 Punkte Vorsprung haben wir in der Meisterschaft. Es war schon mal ein bisschen mehr. Und dann aber kam das Aserbaidschan-Rennen, also in Baku. Und es lief halt überhaupt nicht. Mir hat die Pace gefehlt. Es ja, kam eins zum anderen und war halt eine regelrechte Nullnummer irgendwo. Und ja, letztes Rennwochenende war Österreich und das war vom Ergebnis her leider auch ein bisschen eine Nullnummer. Die Pace hat gestimmt, ich war mit der Schnellste im Feld, aber ich habe den Start verkackt und ich habe Kurve 1 verkackt und war dann ja, von Position 3 ganz schnell auf Position 22, also auf dem letzten Platz. Und das war nicht so gut und daran habe ich dann natürlich das ganze Hauptrennen dran geknappert und folglich dann auch noch das ganze Sprintrennen. Dementsprechend bin ich, glaube ich, nach dem Österreich Grand Prix nur mit 3 Punkten oder sowas raus. Immerhin 3 Punkte, hätten auch 0 sein können. Und deswegen bin ich so selber ein bisschen angestachelt, da kommt so ein bisschen der Kämpfer in mir raus, wo ich sage so, jetzt aber richtig und jetzt will ich hier in Silverstone, gerade hier beim Home of ja, Motorsport, wie man so gern hier sagt, oder British Motorsport, ja, möchte ich natürlich jetzt wieder Big Points mitnehmen und mit der Pole Position haben wir natürlich eine gute Ausgangslage. Aber jetzt ist natürlich der Start wichtig. Die KI hat schon längst übernommen und deswegen sage ich an dieser Stelle, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung hier beim Hauptrennen von Großbritannien in dieser Formel 2 Mick Schumacher Karriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. So, jetzt ein guter Start erwischen. Ich hab's geübt, aber irgendwie, ja, mal klappt's nicht. Ich find's ganz schwierig, die Formel 2 irgendwie am Start von vom Fleck zu bekommen. Ja, wieder nicht so optimal. Jetzt haben wir halt genau das, dass wir hier fast parallel durchgehen. Aber ich schaff's trotzdem irgendwie wieder. Was? Unerlaubtes. Da war doch nicht gelb, oder? Okay. Da war doch nichts gelb, oder? Also jetzt wirklich nicht. Egal. Mal gucken. Ja, haben wir nicht so viel Grip auf der Innenseite. Also eine Position leider verloren. Hatten wir aber schon schlimmere Starts, so viel steht ist sicher. Macht Alesi hier schon Druck, das ist nicht so geil. Drückt mich hier relativ auf die Außenbahn. Jetzt aber fokussiert bleiben und den Anschluss nicht verlieren. Nachteil, was wir jetzt halt haben, ist in diesen ganzen schnellen Kurven. Sind wir jetzt in der verwirbelten Luft vom Vordermann. So muss ich da sehr aufpassen, jetzt nicht die Strecke zu verlassen. Ja, guck hier, da komme ich schon gar nicht gut rum. Aber wir bleiben dran, das ist gut. Jetzt cool bleiben. Ein bisschen schmierig auf der Hinterachse. Bleiben erstmal dran, das ist gut. Und ja, wie ich schon gesagt habe vom Qualifying, die Konkurrenz ist auf dem Geraden ein Ticken schneller. Aber mit Windschatten und wenn dann DRS dazu kommt, sollte sich das dann ausgleichen. Hier kann man jetzt richtig gut rum. Bringt mir noch nichts. Im Moment. So, diesmal jetzt aber besser hier rumgekommen. Mich ein bisschen drauf eingestellt.
Ja, nächste Runde gibt's CRS, dann könnten wir einen Angriff versuchen, wenn wir so nah dran sind. Aber vielleicht könnten wir es auch jetzt schon versuchen. Mal gucken. Ja, schön den reingebremst, jawohl. Sauberes Manöver. Good job. Läuft doch. Ja, um diesen Reifenbug im Sprintrennen zu entgehen, habe ich ja das Training hier in der Karriere gestrichen. Deswegen trainiere ich meistens im Hotlap-Modus und ab und zu mache ich auch einen richtigen kleinen Grand Prix ein. Und deswegen wusste ich halt natürlich, wo die Stärken und Schwächen der KI so ein bisschen liegen hier. Aber keine Sorge, ich bin kein komplettes Rennwochenende oder komplettes Rennen schon gefahren. Wie sich nämlich die Harten zum Beispiel fahren, habe ich gar keine Ahnung. Das erste schon raus. So, jetzt haben wir hier freie Fahrt. Jetzt dürfen wir ja auch keine verwirbelte Luft haben. Das heißt, wenn ich jetzt nicht allzu viel Fahrzeug verlange, könnten wir uns da vielleicht ein bisschen absetzen. Gut wäre, wenn wir natürlich es irgendwie schaffen könnten, Drugovic aus dem DRS-Fenster zu bekommen, aber das ist leichter gesagt als getan. Kam zwar jetzt hier sehr gut raus, aber jetzt hat er DRS und dann schiebt er sich natürlich richtig wieder ran. Aber mal gucken, Rennen ist lang. Und jetzt haben wir ja auch alle Trümpfe in der Hand. Das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen Reifen managen und dann schauen wir einfach mal. Ist natürlich jetzt ein komplettes Kontrastprogramm zum Österreich-Hauptrennen, als ich da ganz hinten war und mich Stück für Stück nach vorne kämpfen musste. Aber auch sowas kann interessant sein und auch sowas kann... Ja, auch nach hinten losgehen jetzt. Im Österreich-Rennen habe ich mich am Anfang weggedreht. Das kann auch hier am Ende oder zwischendrin noch passieren. Deswegen, man sollte da immer auf der Hut sein. Aber aktuell sieht es so aus, als dass ich mich ein bisschen distanzieren kann von Drugovic. Jetzt hoffe ich halt nur, dass ich aufgrund dessen, weil ich ja auf den Klickflügel verzichtet habe, dass ich mit den harten Reifen trotzdem klarkomme. Das war ja auch in Aserbaidschan so ein böses Erwachen, als wir auf die härtere Mischung gegangen sind. Das war dort die Medium-Reifen-Mischung. Dann habe ich übelst Probleme gehabt. Ich habe die überhaupt nicht ans Arbeiten bekommen. Ich hoffe, dass das nicht hier auch wieder passiert. Die harten, ja, sind halt die härtesten, die es gibt im Formel-2-Zirkus. Und das ist halt so eine Sache, mit denen richtig ans Arbeiten kommen. Zumal jetzt auch keine Sonne scheint, das heißt... Es ist kaum Temperatur auf der Strecke. Und die härteste Mischung braucht natürlich mit am meisten, um richtig arbeiten zu können. Ja, wir sind aktuell eine Sekunde voraus, das ist gut. Ich bin nur gerade am Überlegen, wenn wir jetzt schon vorne sind, ob wir den Boxenstopp dann nicht doch nochmal eine Sekunde nach hinten verlegen. Weil so ist halt die Gefahr, wenn wir jetzt als Erste reingehen. Klar machen wir einen Undercut. Aber wir könnten auch voll in den Verkehr kommen und dann, weil die sind so eng noch alle zusammen, das heißt, okay, wir gucken mal gleich. Boah, da kriegt sie mir aber raus. Ja, Reifen sind schon gut runter. Okay, wir gehen doch rein, weil ich denke, wir werden eh, also wir werden, glaube ich, nicht in den Verkehr kommen. Weil, ja, wir werden ganz hinten sein, weil eh noch alles total eng zusammen sind. Fahrzeug fühlt sich aber eigentlich gut an. Ist echt gespannt, wie das gleich sein wird mit den Harten. Aktuell können wir einen kleinen Vorsprung rausfahren.
Die Hinterreifen sind noch gut. Es ist nur der Reifen vorne links, der logischerweise am meisten belastet wird hier. Aber egal, wir gehen jetzt rein. Okay. Die gehen aber auch rein, also dem ja passt es. Was? Er geht jetzt auch rein? Oh Mann. Ja, Robert ist eigentlich wie in der echten Formel 2 Saison 2020. Da hat Robert Schwarzmann am Anfang auch richtig viel Punkte gemacht. Und in der zweiten Saisonhälfte lief es dann gar nicht mehr. Ja, das war... Ja, der verliert jetzt halt richtig Zeit. 5,7, aber richtig starker Stopp in der Formel 2. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die harten weg hier auf Temperatur kriegen. Wie du siehst, die sind noch richtig kalt. Da die Reifen ja nicht vorgewärmt werden in der Formel 2. So, das ist alles on track machen. Jetzt lieber mal ein bisschen vorsichtiger, die ersten paar Kurven. Merkt schon, dass sie ein bisschen mehr rutschen. Aber wir haben auf jeden Fall den Vorsprung ausgebaut. Also Boxenstopp lief richtig gut. Im Vergleich gegen Drugovic. Die Frage, wie kommen wir mit den neuen Reifen klar? Radar suggests some weather is gonna hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Das habe ich jetzt komplett vergessen, dass ja noch Regen kommt. Ja, gut, okay. Also, das Rennen ist noch ganz und gar nicht entschieden. Es ist schon anders, hier durchzufahren. Ja, aber genau, also Robert war ja eigentlich immer unser einziger Konkurrent in der Fahrermeisterschaft. Der war ja auf Nummer 2. Das hat unser Team Bremer natürlich richtig nach vorne gehievt. Aber dadurch, dass ich die letzten Rennen kaum Punkte geholt habe und er genauso wenig, ist natürlich für unser Team ist ein bisschen jetzt nach hinten losgegangen. Die letzten zwei Rennwochenenden. Als auch natürlich für ihn. Und deswegen, der wird jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich am Ende dieses Rennens mächtig Plätze verlieren in der Meisterschaft. Aber noch ist alles nicht vorbei hier. Vor allem auch die Meisterschaft nicht. Das ist jetzt, glaube ich, die 7. Station von 12. Also die Halbzeit haben wir mit Österreich erledigt. Aber ja. Also man kann halt ultra viel Punkte an einem Rennwochenende holen in der Formel 2. Man kann aber halt, wenn man eine Nullnummer hat, auch ultra viel verlieren. Deswegen, ich darf mir auf jeden Fall nicht noch ein paar mehr so Niederlagen leisten wie zuletzt. Sonst ist der Vorsprung, den ich habe, ganz, ganz schnell dahin. Und wenn ich dann in Zugzwang komme, ja, weiß nicht, ob das so cool ist. Deswegen jetzt lieber die Punkte mitnehmen, die man mitnehmen kann. Ich meine, Silverstone fahre ich auch echt gerne. Ich glaube, das merkt man auch irgendwo. Okay, Mazepin ist richtig rangekommen. Also der hat einen Overcut gemacht und der hat scheinbar richtig gut funktioniert. Sonst wäre der jetzt nicht so rangekommen. Drugovic ist mit mir rein. Da sind schon 4 Sekunden. Weil ich kann mir halt vorstellen, Mazepin und Matsushita, die brauchen jetzt natürlich nochmal eine Runde eher, bis die Reifen auf Temperatur sind. Das sieht man ja auch bei uns. Den Angriff auf die schnellste Rennrunde machen wir auch erst jetzt. Die Temperaturen besser geworden sind. Ich habe sie ja jetzt extra rechts unten mal eingeblendet. Hätte ich jetzt dann einen Fahrfehler da nicht gemacht, dann wird es wahrscheinlich auch die schnellste Rennrunde. Da wäre es wahrscheinlich geworden. Oder wird es trotzdem? Ja, wird es trotzdem. Also solange es halt noch trocken ist, will ich halt pushen. Fährt sich aber ganz gut. Also es war, glaube ich, auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, den Stabi 3 vorne zu setzen und nicht auf 1 oder 2, weil ich glaube, das könnte, da wäre hier der Genickbruch gewesen, gerade beim Regen und in den Harten. Also man merkt schon, dass die Harten deutlich schmieriger sind, deutlich weniger Grip haben gefühlt als die Soft. Aber Setup funktioniert eigentlich ganz okay und die Konkurrenz ist jetzt auch nicht schneller, glaube ich.
Zumindest mal. Vukovic ist es auf jeden Fall nicht. Der verliert mächtig Zeit. Mazepin, Matsushita muss ich mal noch gucken. Ob das dabei bleibt oder ob es auch größer wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt freie Fahrt. Keine verwirbelte Luft. Das ist schon mal echt viel wert. Oh ja, wir haben noch eine nette Distanz vor uns. Bisschen Sonne scheint noch durch die Wolkendecke. So, mach das mal kurz weg. Aber Stand jetzt würde ich sagen, ist es definitiv die richtige Antwort nach den letzten beiden Rennwochenenden. Jetzt sehr dominanter Auftritt. Naja, Quersteher, Vorsicht. Great work. That's a new fastest lap of the race. Naja, die Balken bauen schon wieder ein bisschen ab. Das sind halt nicht mehr jetzt ganz an dem Limit zu fahren wie zu Beginn. Gerade beim Rausbeschleunigen, finde ich, sind die jetzt richtig ekelhaft, die Harten. Bleibt noch weg, ist gut. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt, solange wir so eine gute Pace fahren. Ich habe halt gar keine Ahnung, wie sich das Auto dann fährt, wenn es hier nass wird. In Österreich war es so, dass wir im Regen sogar Probleme hatten gegen die Konkurrenz. Aber gut, Silverstone ist halt nochmal ein ganz anderes Pflaster und da ist der Regen. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Ich fahre jetzt erstmal ganz normal weiter und versuche einfach mich auf meinen, ja, wenn man so möchte, Popometer zu verlassen. Auch wenn ich das Popometer in einem Rennspiel in den Händen spüren muss, nämlich im Force Feedback vom Lenkrad. Aktuell sind wir noch schneller. Kommt es auf jeden Fall aufs Fahren an. Aber wir haben ja die Trümpfe in der Hand. Wir haben Vorsprung, wir sind vorne, wir müssen nicht mehr pushen als nötig. Die Konkurrenz attackiert, können wir jederzeit versuchen zu antworten. Im besten Fall ist es so, dass ich jetzt so sogar auch trotz der jetzt schwierig werdenderer Bedingungen wegfahren kann. Jetzt nicht gesagt, da müssen wir mal abwarten. Und noch kommt nicht viel Regen runter, das ist nicht absolut marginal. Ja, man merkt aber, Grip bricht ein. Stück für Stück. Halt direkt, wie viel langsamer man nur noch um die Kurve kommt. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Ja, Vorsicht.
Das Auto fühlt sich gut an. Jetzt halt die Frage, bleiben die Bedingungen so oder wird es halt wirklich schlechter? Rutschiger ist es auf alle Fälle. Man darf halt nie vergessen, wir fahren hier halt mit profillosen Reifen. Das heißt, das ist halt immer eine Gefahr, dass man sich auf einmal wegdreht. Ich will es nicht beschreien, nicht falsch verstehen. Ich möchte nur auf die Gefahr hinweisen, dass ich hier hochkonzentriert weiterfahren muss. Naja, hier merkt man es extrem durch diese Rechtskurve. Die konnte ich vorher übelst krass fahren. Jetzt winnt das Fahrzeuggefühl schon nicht mehr rum. Gefährlich wird natürlich aus raus beschleunigen. Ja, komm. Weiter geht's. Naja, muss deutlich reduzieren jetzt. Da jetzt das richtige Timing rausfinden, das ist halt wirklich jetzt zum Teil Erfahrung, zum Teil einfach nur ausprobieren. Und dann halt auch Fahrzeugkontrolle schlussendlich. Aber ich glaube, die Konkurrenz genauso damit zu schaffen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, die kommt jetzt besser damit klar. Ist auch nicht unbedingt viel schlechter. Also ich würde sagen, der Abstand wurde vorher auch um den gleichen Schritten größer. Aber was schon mal sehr positiv ist, Mazepin, Matsushita, die kommen alle nicht jetzt wirklich ran. Und vor allem auch nicht in großen Schritten kommen sie nicht ran. Deswegen weiterhin so die Pace fahren. Dann sollte das eigentlich auch passen. Natürlich immer wieder Sektorenabschnitte, wo sie rankommen. Und dann jetzt wie hier den Exit dürfte ich wieder ein bisschen den Vorsprung ausbauen. Oder auch nicht. Na, mal gucken. Weil ich diesmal jetzt auch sehr vorsichtig gefahren bin. Bisschen mehr reintragen lassen, so. Der Fahrzeug fährt sich Bombe. Sehr sicher vor allem. Also wie gesagt, wer jetzt auch Formel 2 fährt und weiß es, er kann mit ein bisschen, ja, sagen wir, aggressiveren Fahrzeugen gut umgehen. Er kann auch mit 2.9er stabiles Setup probieren. Aber 3.9er ist definitiv die sicherere Bank und jetzt glaube ich hier bei mir gerade Gold wert in dem Rennen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Probleme gehabt. Das wird jetzt auch Zeit kosten. Aber Vorsprung noch mit 3,5 Sekunden, das ist noch gut. Also wenn ich da jetzt keinen massiven Fehler mache, dann sollten wir tatsächlich unseren nächsten Karrieresieg einfahren können. Und wie wichtig ist das, auch fürs Ego. Aber ja, nach dem Österreich-Wochenende war ich so angefressen, dass ich gesagt habe, Mensch, da muss ich jetzt wieder angreifen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Uns entkleidet uns ganz schnell der Titel. Das wollen wir nicht. Der Regen nimmt ein bisschen zu, glaube ich, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir eine Rückrufe früher runtergeschaltet. Ja, Mazepin holt auch gerade ein bisschen auf, aber ich lasse es auch ein bisschen zu. Zwei Runden noch. Ja, es ist schon rutschig. Uiuiui. Jetzt muss ich auch nochmal volle Konzentration die letzten Runden. Die letzten beiden. Man merkt richtig, wie der Grip weggeht. Also bald beim Rausbeschleunigen halt kritisch wird. Aber aktuell kriege ich es ganz gut gemanagt mit dem Gas aufziehen. Vorsicht. Nicht zu sehr auf die rutschigen Curbs.
fehlt mir gerade hier richtig der Grip. Jetzt holt er doch noch mal ein bisschen mehr auf als gedacht. Aber komm, eine Runde werde ich jetzt auch noch gebucht bekommen. Irgendwie. Ja, komm, warum? Vorsicht. So, letzte Runde, komm. Final lap of the race. Fünften Mal hier rum. Aber ja, trotz diesen Bedingungen und allem drum und dran fühlt sich das Fahrzeug doch relativ sicher an. Also so, ich habe jetzt nicht so die Mega-Struggles. Man natürlich auch fairerweise sagen muss, die Konkurrenz ist aktuell gerade ein bisschen schneller. Ich bin natürlich jetzt nicht am absoluten super, super, super Limit, aber muss ich ja auch nicht. Wie schon gesagt, das ist dann der Vorteil, wenn man einen kleinen Vorsprung hat und das Ganze anführt. Man ist nicht unter Zugzwang. Weil die Konkurrenz schläft hier ja auch nicht. Die hofft natürlich auf ihre Chance. Hier merkst du es gerade extrem, wie gar kein Grip mehr vorhanden ist. Sicht. Letzten Kurven. Und holen wir uns den Sieg. Yes! Yes, baby! Woo! Great job. You've done everything we wanted today. Das war jetzt ein Willenssieg. Definitiv. Woo! Ein großartiger Sieg heute für das Prema-Team. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied gemacht. Der Fahrer muss natürlich auch gelobt werden, aber Rennen wie diese zeigen, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Sie haben an ihrer Boxenstrategie gearbeitet, um jeden Arbeitsschritt zu verbessern und ihre Reifen optimal zu nutzen. Aber ohne talentierten Fahrer am Lenkrad würde es nicht funktionieren. Es sieht aus, als würde jetzt die Siegerehrung beginnen, denn die Fahrer begeben sich nun nach draußen zu den Feierlichkeiten. Man kann es ihren Gesichtern ansehen, es ist heute ein weiterer fabelhafter Teamsieg für Prema. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Mick Schumacher, der seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen kann. Also, Davide Valsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Mick Schumacher. Egal wo oder für welches Team er fährt, er ist immer großartig. Er bringt immer außergewöhnliche Leistungen, so wie heute. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Prema hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Ja, endlich mal wieder Big Points eingefahren. Schnellste Rennrunde, Rennsieg. Dann haben wir ja auch die Pole Position geholt. Das heißt, aktuell maximale Punkteausbeute. Das heißt, jetzt schon 31 Punkte auf der Habenseite. Und das Sprintrennen steht dieses Wochenende noch aus. Und da gibt es ja auch nochmal Punkte, sofern wir unter die ersten 8 kommen. Wir werden ja im Sprintrennen, dadurch, dass wir jetzt gewonnen haben, dann von Position 8 auch ins Rennen gehen. Und ja, Sprintrennen soll ja trocken bleiben und im Trockenen, weil die Pace sehr, sehr gut. Mal gucken, ob ich da natürlich jetzt nochmal dran anknüpfen kann. Aber das wären natürlich schon mal wichtige Schritte. Ich meine, wir können nochmal ganz kurz auf die Rangliste gehen. Wir haben uns jetzt dadurch nochmal ein bisschen distanzieren können. Spannend ist es halt natürlich um Platz 2, 3, 4 und 5. Und genau das ist eingetreten, was ich gesagt habe. Robert hat jetzt seine
eigentlich gute, gefestigte Position 2 nach vielen, vielen schlechten Ergebnissen jetzt halt doch verloren und ist jetzt sogar auf den 5. Platz abgerutscht. Das ist natürlich schon bitter. Und wir müssen tatsächlich aufpassen auf beide Fahrzeuge von MP Motorsport, Matsushita als auch Trukovic hier, jetzt auf 2 und 3. Die haben richtig, richtig Boden gut gemacht, aber ja, da müssen wir halt einfach mal gucken, wie sich das Ganze so noch weiterentwickelt. Jetzt steht aber erstmal noch das Sprintrennen hier in Großbritannien aus und natürlich danach noch viele weitere Rennen und da kann noch vieles weitere passieren. Was jetzt auf jeden Fall Fakt ist, ich lasse dich mit den Highlights alleine. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses, ich sage jetzt mal, vorne wegfahren hat dich nicht gelangweilt. Ich finde, es war trotzdem spannend und für mich war es auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Rennen, aber auch ein sehr spaßiges. Und wie gesagt, wenn es dir auch Spaß gemacht hat, dann lass doch gerne ein Däumchen nach oben da und auch gerne Feedback in den Kommentaren. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch zum Sprintrennen wieder mit dabei bist. Ich sage Tschüss an dieser Stelle und bis dann. Ciao!